Lärm macht krank. Dieser Lärm belastet die Region seit Jahrzehnten hier am Mittelrhein. Es gibt viele Bürgerinitiativen, die sich hier gegen Bahnlärm engagieren. Ich habe diese Sorge aufgegriffen und in Berlin eine Parlamentsgruppe Bahnlärm gegründet, die sehr erfolgreich, nachhaltig gearbeitet hat. Ab 2020 dürfen durch Deutschland keine lauten Güterzüge mehr fahren. Wir erreichen in 3 Jahren eine Halbierung des Bahnlärms in ganz Deutschland. Erwin Rödl für Sie in den Bundestag. Am 24. September Ihre Erststimme im Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen für Erwin Rödl.